Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der Koop-Spielerkarriere, Stürmerkarriere zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! Wir haben uns hier wieder zwei Spieler erstellt, zwei Stürmer. Alles drum und dran könnt ihr bei Jan erfahren, rechts oben beim i verlinkt vorbeischauen. Und da haben wir alles Grundlegende eigentlich erklärt. Wir spielen quasi wieder so eine Spieler-Stürmerkarriere zu zweit, wie letztes Jahr auch, und zwar bei Frankfurt. Auf jeden Fall haben wir letzte Folge unbedingt mal reinschauen, da hat auf jeden Fall einer von uns schon getroffen. Das wird interessant. Heute haben wir ein paar einfachere Spiele gegen Düsseldorf und danach gegen Augsburg, wie ich glaube. In der nächsten Folge bei Jan gibt es dann wieder Euroleague und gegen Dortmund in der Bundesliga. Und ja, Leute, ich muss euch mal sagen, das ist ja richtig, also man muss ja sagen, also wir haben beide unsere eigenen Spieler, die wir selber nur steuern, und das andere Team wird von der KI übernommen, und es funktioniert erstaunlich gut. Also wir hatten richtig spannende Spiele in der letzten Folge. Checkt unbedingt die erste Folge ab, falls ihr das nicht gesehen habt, weil also wir waren beide super erstaunt, wie viel Spaß diese einzelnen Spiele gemacht haben. So Leute, wir sind in der Commerzbank Arena, wie Jan schon gesagt hat, also mega realistisch eigentlich die Karriere bis jetzt. Hoffentlich bleibt das so, hoffentlich ist es genauso spannend, wie wir das erwarten. Ich bin übrigens der mit dem blauen Dreieck über dem Kopf, da wir das Ganze über Jans Konsole spielen. Heißt, ich spiele hier auch mit Shareplay-Qualität, aber das sollte hoffentlich trotzdem alles super klappen. Wir machen das Ganze auf jeden Fall so, dass wir die Folgen im Zwei-Tages-Rhythmus bringen. Das heißt, immer nach zwei Tagen gibt es eine neue Folge und abwechselnd auf den anderen Kanälen eben. Das heißt, vor zwei Tagen gab es eine Folge bei Jan, heute bei mir, und in zwei Tagen gibt es sie wieder bei Jan und dann nochmal zwei Tage, also in vier wieder bei mir. Das werdet ihr schon mitkriegen. Wir führen auch eine gemeinsame Playlist. Da sehen wir dann, oben ist einer, nicht ich, der andere. Ich wollte Kostic. Noch weiter. Kostic wäre dann noch frei gewesen. Wir haben gesehen, man kann ja relativ schnell laufen. Also ich habe zumindest meinen Spieler relativ schnell gemacht. Du auch ein bisschen, würde ich sagen, glaube ich, oder? Ja, ich bin auch schon ein Flitzer. Aua. Was wir schon gesehen haben. Die Ausdauer. Die Ausdauer ist noch ein ziemlich großes Problem bei uns. Ich hoffe, geht relativ schnell runter. Und jetzt die Möglichkeit. Schade. Auf jeden Fall eine gemeinsame Playlist führen wir auch, die ist natürlich immer am Ende oder beim i verlinkt oder überall, einfach, die findet ihr am Kanal, dann da könnt ihr dann auf jeden Fall alle Videos finden und nichts verpassen, oder ihr abonniert einfach beide Kanäle, dann verpasst ihr sowieso nicht. Das Spiel jetzt gegen Düsseldorf ist eigentlich schon so ein Spiel, da müsste man als Lichtsieg. Frankfurt schon Punkte holen. Lichtsieg ist das. Ja. Boah. Oh Gott. Gegen Hoffenheim hätte man auch eigentlich Punkte, also von der Ausgangssituation schon, aber das Spiel war natürlich ein ganz anderes. Ja, wobei wir da auch gut Chancen hatten eigentlich. Oh. Jetzt! Ja. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der durchgeht. Ja. Sau stark. 1-0. Das überrascht mich gerade, das freut mich natürlich auch riesig gerade. Weil dass der da so an mich vorbeigeht, der Verteidiger, und dass ich dadurch draufhalmern kann. Sau stark, 1-0 durch Jan, mega nice. Sehr Let's gut. go. Das erste Mal, dass wir in Führung liegen, oder? Nee, wir haben auch gegen Leipzig schon. Stimmt, gegen Leipzig haben wir auch geführt. Ja, egal. Aber das erste Mal, dass du jetzt ein Tor machst. Oh, da bin ich gut gelaufen. Nein, no, nice. Jetzt pfeift er ganz ab. Stark. Danke, Schiri. Danke für gar nichts. Ja, Halbzeit 1-0. Oh nein. Oh, unglücklich. Oh, komm, wir was müssen ist noch das gewinnen. Denn? Das gibt's nicht. Wir müssen noch mal reagieren. 52. Minute. 1-1. Düsseldorf. Das gibt's doch nicht, ey. Torwart hat auch wieder gut gehalten eigentlich, also das war gar nicht so schlecht, aber ja, die Moral unserer Defensivspieler ist nicht so gut und die spielen auch gerade nicht so gut. Die Innenverteidiger hatten ja echt eine schlechte Moral. Und ach, das war schwach. Du schwach. Jetzt passt er extrem früh. Jetzt, nein! Jetzt! Oh, du hast ihn geblockt! Ich habe ihn noch nicht geblockt! Klar! Ja, guck dir doch die Wiederholung an, Alter! Der hat den. Das wird so reingeschnitten. Ah, ja, hab ich gesehen! Ich habe ihn geblockt!
Genau, als ob ich doof wäre. Ja, klar, gönn ich. Alarm! Alarm! Ich bin halt so ein schlechter Kopfballspieler. Deswegen finde ich es auch nicht gut, dass du immer rausgedrängt wirst, aber du wirst. Ja, das finde ich auch nicht gut. Ich möchte auch viel lieber nur im Strafraum sein mit Ball. Oh! Ist der dumm? Er kriegt den Ball, lässt er wieder los. Komm, wir müssen mit nach hinten arbeiten. Das ist ein krasser Konter jetzt. Er bleibt stehen. Ja, oder? Krasser Konter. Ja, sehr gut. Schön, dass du da stehst. Weiß. Warum passt der mir wieder so schnell? Ich hab den nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Ja, lieber hätte er dir. Das wird so mit reingeschnitten. Oh, das ist schlecht. Haknack. Das ist ziemlich schlecht. Oh, nicht, oder? Oh, Eckbandziel schießen. Boah, war das knapp. Das wäre so traurig. Oh, jetzt. Yeah! Da ist es, das so wichtige Tor. Das so wichtige Tor. Yes. Die Nummer 9, ich weiß nicht, wer es ist. Müsste eigentlich Kosten, nee, Kostic ist oben. Wer ist das denn? Ist der, ach, Gasinovic ist das, ja, stimmt. Ja, klar, weiß ich. Ich war ein bisschen zu langsam, aber ja, Vorlage für dich. Vorlage für dich und das ist das 2-1, das müssen wir jetzt noch kurz halten und dann haben wir tatsächlich den ersten Saisonsieg endlich eingefahren. Das wird so oft sehr defensiv. Ja, ist eh vorbei. Ja, Manuel! Sieg! Und jetzt gehen wir ins Spiel gegen Augsburg, auswärts. Let's go! Oh ja. Oh ja, ja, jetzt zeigt er sich wieder raus. Nee, Elfmeter. Ah, wenn der Pass ein bisschen stärker kommt, dann ist er so drin. Der Laufweg war nicht schlecht, deiner war auch gut. Danke. Und dann der Pass war auch eigentlich alles gut gedacht, aber kam halt nicht. Ne? Wir sehen, wie lässig ich den gesteckt habe. Oh ja. Und jetzt muss er auch gut spielen. Ich habe ein bisschen spät rübergepasst, aber der Pass kam noch. Und dann hat er nur den Torwart angeschossen. Muss ja nicht. Alter. Oh. 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 Wir haben einen guten Torhüter. Ich weiß. Ja, und ein guter Verteidiger. Nicht. Wir hatten keine Chance. Oh, jetzt die Einblendung oben. Union Berlin führt 2-0 gegen Bremen. Keine Chance, oder? Siehst du diesen Pass? Oh, den mach ich nicht. Alter, ist so schlecht. Das war voll gut eigentlich gespielt von dir. Also, es war ein bisschen weit raus, aber. Ja, aber siehst du mal, wie krass ich bin. Meine Pass-Stats, die sind am Stuhl. Ja. Ich weiß auch, beim letzten Mal ist es auf 10. Ich find's gut, dass du mich diese Saison noch nicht die ganze Zeit disst, sondern mich auch ab und zu mal lobst. Oh, Alter, das war Viereck! Ohne Spaß! Ich weiß nicht, warum er geschossen hat! Ich hab Viereck gedrückt! Ja, und da fängt schon an mit. Nein, ohne Spaß, ich will dich. Oh ja! Oh! So ein guter Ding, Wolli. Ding. Halbzeit, und Leute, 0-0. Echt? Vor der Halbzeit hatten wir jetzt nochmal ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze zu. Ja, in Führung zu gehen hier, aber. Was ist das? Das ist einfach scheiße, Mann! Boah! Ist doch hier ein Foul, der hält dich hier doch! Oh, komm! Nein, nicht direkt weiter! Oh, jetzt! Ja, das ist auch. Oh, Randkommission! Er tritt der Hände. Nee, da fühle ich mich unrecht behandelt, Alter. Es gibt gleich die erste Gelbe der Saison. Ja, das kann sein. Oh ja. Was war das denn für ein Schuss? Mieke. Alter, den kann man auswechseln. Hey, warte mal. Mein Controller ist falsch eingestellt und ich merke es die ganzen 80 Minuten nicht. Oh. Alter. Deswegen habe ich vorhin auch so übers Tor geballert. Als du mir vorhin. Ich habe nur einmal aufs Tor geschossen. Nur einmal. Und da habe ich doch so ultra übers Tor geballert.
Alter Verwalter. Ich meine, bei Alternativ ist halt Flanken und Schuss ausgetauscht. Deswegen kam die eine Flanke nicht, sondern es war ein Schuss. Da, wo du gesagt hast, es war eine Ausrede. Und das, ja, ja, hätten wir gewinnen können. Ja, hat nicht geklappt. Ups. 0-0, ey, krass, okay. Naja, egal, schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Beim nächsten Video in 2 Tagen. Und wahrscheinlich 16:30, wird auf jeden Fall krass. Und da spielen wir dann auch Euroleague, das wird super spannend. Auch gegen Dortmund, mal gucken, wie es da läuft. Die tun uns ja jetzt schon schwer. Ja, so schade. Okay, dann lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Ciao.